So, ansonsten, wie gesagt, macht's euch bequem. Und wir sind in Svartalfheim. Svartalfheim. Ja. Und hier ist es im Gegensatz zu da, wo wir herkommen, verdammt heiß. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir da sind. Aber ja. Die Zwerge haben übrigens unseren Bifrost-Schlüssel kaputt gemacht, aber wir haben Ersatz bekommen. Etwas, was Licht spendet. Netterweise. Welche Nettigkeit sie doch immer für uns bereit haben. Ich glaube, das ist es. Das ist die Mine. Ja, das haben wir schon rausgefunden. Da können wir noch nicht interagieren. Das werden wir später irgendwann machen müssen. Vorsicht! Ja. Mach halt einfach mal. Diese kleinen Viecher sind so ekelhaft und penetrant. Der Haupteingang in der Mine versperrt. Aber es muss einen Weg geben. Natürlich, es gibt immer einen Weg. Vielleicht durch die Höhle. Danke, darf ich vielleicht erstmal looten oder willst du mir sagen, wo ich hin möchte? Erstmal gucken, ob ich hier irgendwelche Kisten übersehe. Und vor allem bin ich gespannt, was das da auf sich hat. So. Und er ist übrigens ein bisschen frech geworden, der Kleine. Ein bisschen ist untertrieben. Gut, keine Sackgasse. Komm, sehen wir uns das an. Aber er haut schon ein paar Kesselsprüche raus, ja? Sauber. So. Ich liebe meine Chaosklinge. Ja, die kommen hier aus den Löchern. Mein Gott, die wohnen hier. Mach halt nicht einen Wind hier. Hallo, hast du deinen Tag gut rumgebracht? Ich hoffe, du hast entspannt sitzen können nach deinem Chili heute Morgen. Es riecht hier auf jeden Fall wie in einer Mine. Mimir hat auch sehr gute Sprüche. Langsam, Atreus. Sei vorsichtig. Mach dich bereit. Oh, Hallöchen. Ich weiß, woher diese Scheusale kommt. Sie werden dich schnell überwältigen. Bleib bei mir. Der ist so ekelhaft, dieses Viech. Der scheißt ihn nämlich raus. Wie andere... Ja, alles gut. Ah, ich hab das mit der Deckung schon wieder verlernt. Ja. Bin doch schon dabei. So. 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 Komm her, Kleiner. Ach komm. So. Wir kriegen das schon hin mit dir. Ja klar, wir werden auch in Zukunft wieder schärfer essen. Das klingt doch nach einem Plan. Das ist deine aktuelle Stärke, wenn ich fragen darf. Das ist skilltechnisch. Da hast du erst wieder angefangen. Ja, alles gut. Ach, der mit seinem Gift geht mir so auf den Sack. Machen wir das so. Kriegst du halt die grobe Kelle. Ja, yep, ist es. Der Gestank ist wirklich widerlich. Ein kleiner Preis dafür, dass wir sie stören. Gehen wir weiter. Okay, da kommen wir noch nicht rein, aber wir werden da rauskommen wahrscheinlich. Ich weiß.
2 Mille? Klingt gut. Klingt auf jeden Fall sehr nice. Ich bin aktuell bei, auf jeden Fall bei einer Mille. So viel kann ich sagen. Ach, das sind wir rausgekommen, ne? Aber 2 Mille wäre mal interessant. Danke. Bisschen Rage hochbringen. Okay. Nichts mehr da. Nichts zum Looten, dann gehen wir da lang. Vielleicht können wir mit dem Boot tief an die Mine. Versuchen wir es. Ja, steigen Sie ein. Erst fahren wir Lokomotive, jetzt fahren wir Wildwasserbahn. Läuft bei uns. Tut mir leid. Ich weiß, du hast Nein gesagt. Aber es lässt mir keine Ruhe. Wir kämpfen die ganze Zeit gegen die Bösen. Wieso machen wir das nicht zusammen mit Tyr? Wir kennen ihn nicht. Wir haben seine Schreine gesehen. Er ist ein Anführer und hat sich Odin gestellt. Wenn er es schon einmal gemacht hat, wieso nicht nochmal? Bilder von vor langer Zeit erzählen nicht die ganze Geschichte. Auf geht's. Das stimmt. Ist eine Tür. Wir sollten da nach Tyr suchen. Er muss in der Nähe sein. Schon geil gemacht. Ich habe das Gefühl, dass du irgendwie wütend auf mich bist. Seit wir in Svartalfheim sind, hast du mich dauernd kritisiert. Wenn du nicht an meine Führung glaubst, sag es einfach. Nicht deine Kompetenz steht hier in Frage. Aha. Was heißt das? Denk über deine Absicht nach. So geil gemacht. Das sieht so geil aus. Der Ort ist riesig. Der Baum muss ewig gedauert haben. Mega. Noch eine Tür. Die müssen wir auch überprüfen. Turlins Anweisungen sagen nicht welche. Nein, wir sind hier allein. Eine Frage vorhin, nach meiner Absicht. Ich will dem Kriegsgott helfen, Odin aufzuhalten. Und dazu muss ich ihn aus dem Gefängnis befreien, in dem er sich befindet. Seid vorsichtig, Freunde. Sindri? So ein Zack. Acht, wenn ihr das Ding verlasst. Ein Fuß nach dem anderen. Da liegen überall rostige Nägel rum. Hast du Zeichen von Tyr gesehen? Als hätte ich hier wirklich einen Überblick. Nein, ich bin sicher, das schaffst du schon allein. Ich weiß nicht. Das Wasser sieht ziemlich klar aus. Ja, sieht. Wie kann ich helfen? Was hast du denn da? Moderate Glückschance. Das sieht doch gut aus. Und die Chaos-Klingen können entweder die Runenkraft hochpushen oder den Griff, wodurch die Abklingzeit auch moderat nach unten geht. Verbesserungsfähig. Feuer desinfiziert auch. Die sind also sehr hygienisch. Der und sein Hygienewahnsinn, ne? Hacksilber. Okay. Rohleder. Stärke und Abklingzeit, das ist gut. Da hauen wir doch mal drauf. Steinholz haben wir leider nicht, okay. Leviathan-Axt geht auch nicht mehr, wenn wir schon dabei sind. Ich reinige mein Werkzeug. Wir haben ja wieder was zum Verkaufen. Arme Seelen. Die Asen zu bekämpfen ist eine undankbare Aufgabe, wie ihr wisst. Solche Artefakte wecken Stolz, ein Zwerg zu sein. Ja. Läuft. Wie immer stehe ich dir stets zu Diensten. Das ist nett, aber du hättest uns einfach mitnehmen können. Jedes Mal, wenn ich irgendwo ankomme, bist du schon da. Weißt du, da kannst du mich doch einfach mit teleportieren. Dann brauche ich nicht hier rumlatschen. Oh, was steht denn hier Schönes? Wer das geschrieben hat, hatte ein Auge fürs Detail.
Okay. Oh, du hast mir nicht gesagt, was da stand. Du hast nur gesagt, das ist sehr, sehr... Schau, gleich da drüben ist deine Tür. Ja. Da könnte Tiere sein. Ja, ja, ich muss nur... Das Wasser fließen. Klingt, als sei das Wasser jetzt in Bewegung. Was jetzt? Jetzt müssen wir das Wasser umlenken. Aber wie? Wie lenke ich das Wasser jetzt um? Irgendwie muss man das Rad drehen können. Ja, ja. Danke für den Hinweis. Nein. So, das Wasser kommt da durch. Ja, nicht ganz richtig. Geht doch. Es hat geklappt. Auf zur Tür. Los. So, meine Axt bitte, danke. Silber. Aber mal auf hier. So. Tyr? Ansonsten. Na, hier scheint Tyr jedenfalls gerade nicht zu sein. Er muss hier irgendwo sein. Diese Mine ist riesig. Atreus, bei was genau willst du Odin aufhalten? Du sprichst, als kennst du seinen Plan. Den kenne ich nicht. Deshalb sind wir. Brüder! Mit dem Fimbulwintereinbruch und Ragnarök vor der Tür wird Odin zu allem entschlossen sein. Was auch immer er planen mag, es wird sicher niemand außer ihm selbst davon profitieren. Ganz genau. Okay. So. Was ich sagen wollte ist, ich hoffe, neben dem, dass wir hier gemeinschaftlich zocken und das Game genießen, dass ihr trotzdem einen schönen Tag heute noch hattet. So, zwischen Nachmittag und jetzt. So, die letzten 7 Stunden. Schmiede des Eisen. Hey, wie können wir das upgraden, glaube ich. Hallo? So, ich will einen kleinen vorschicken, dass wenn das Monster kommt, dass das Kind erst zuerst gefressen wird. Ganz klar. Oh Mann. Erst ist alles so riesig und jetzt ist alles so minimalistisch. Nichts gegen Minimalismus, eine super Sache, ne? Aber es ist anstrengend für den Körper. Da drüben, da ist noch eine Tür. Vielleicht ist er dort. Ja, mach doch mal keine Hektik. Wir latschen ja alles ganz in Ruhe ab und gucken uns ganz genau um. So, leg dich hin, leg dich hin. Danke. Und das, was der Kleine und der Mimir gesagt haben, ne, das klingt so, als würden sie beide mehr wissen, als sie behaupten zu wissen. Bin gespannt, wie sich das noch entwickelt hier. Weil der Fisch stinkt. Irgendwas Aufschlussreiches? Wir haben diese Welt mit unseren Zwergenhänden erbaut, sie mit Zwergenmuskelkraft verstärkt, sie mit unserem Zwergenverstand vorangetrieben. Aber wir sind nicht länger auf uns alleine gestellt. Unsere Stärke und Genialität hat ihresgleichen in den Aasen von Asgard gefunden. Jetzt arbeiten Zwergenschmiede Hand in Hand mit Aasensoldaten und Ingenieuren. Jetzt tragen die Aasen die Last gemeinsam mit ihren Zwergenbrüdern, sodass sie für uns alle geringer ist. Es waren Zwerge, die Svartfallheim zu dem gemacht haben, was es jetzt ist. Okay. Mag sein, aber ihr habt euch billig verkauft. So eine gewisse Art von Prostitution, kann man sagen.
Zum Glück haben wir nachgeschaut. Das ist aber jeder Handel, ne? Jeder Handel hat irgendwie so einen kleinen Geschmack von Prostitution. Du verkaufst eine Leistung für etwas. Das war sehr weit hergeholt, aber irgendwo stimmig. Wow. Was sind das denn? Ich will dich nicht entmutigen, aber das ist eben eine Mine. Mimir, das ist entmutigend. Ja, aber es ist die Wahrheit. Hallo, wir sind in einer Mine. Da gibt's 35 Quadrillion-Gänge. Da gibt's so viele Gänge, ne? Das ist. Da oben Wahnsinn. Links, hinter dem Kran, ist eine kaputte Tür. Wollte Tier fliehen? Sehen wir nach. Unglaublich. Das überfließende Wasser treibt den Kran an. Rapid. Raffiniert. Schon fast wie Zucker. Und da können wir irgendwas umdrehen und umstellen. Der Aufzug hat keinen Antrieb. Ich wette, dieses Wasserrad treibt den Aufzug an. Ja. Setzen wir es in Bewegung. Na ja, probieren wir's. Und dieses Wasserrad ist es nicht. Kann ich nichts machen. Nein. Gut, so fließt das Wasser weiter über die Seiten. Okay. Geht's jetzt? So. Hallo. Nein. Ach so, ah. Ich hab so eine Vermutung. Warte mal. Das ist ein Hin- und Her-Spiel. Los, hier hoch. Vielleicht kommen wir näher ans Aufzugsrad ran. Ja, yep, genau. Hin, her, her und hin. Alles klar. Prinzip verstanden. So. Na bitte. Der Aufzug sollte jetzt voll in Betrieb sein. Fast geschafft. Jetzt müssen wir ihn bloß noch wieder runterholen, ne? Aber das ist kein Thema. Das ist kein Thema, wir haben ja so Magic Axe. So, wir werden im Nu da oben sein. Richtig. Und wir finden jetzt Verbindung. Dadurch müsste jetzt der Aufzug runterkommen. Ja.
Ja, dann machen wir es halt hier. Geschafft! Los, hier. Fahren wir mit dem Aufzug. Ja, ja. Tier muss nah sein. Übermotivierte Kinder sind schön. Gut, Gedankenspiel. Wie muss sich Tier in dieser Mine wohl fühlen? Wäre ich von Odin eingekerkert und dann endlich frei? Odin stände ganz oben auf meiner Liste, aber ich würde einfach nur irgendwas bekämpfen wollen. Bloß um zu wissen, dass ich es noch kann. Also die Entwicklung von dem Kleinen ist aktuell noch sehr, sehr fragwürdig. Ich bin gespannt. Tier? Wow, was ist hier passiert? Wie es sich noch entwickelt. Ich denke mal, wir kriegen hier Besuch. Scheusal! Von der Scheusale! So, kommt her. Treffer! Hinter dir, Bruder! Ja, ich hab doch hier noch ein helfendes Händchen, hallo. Das soll halt auch mal was tun. Sauber! So. Das war jedenfalls nicht Tier. Nee, das war nicht Tier. Wecke das Tier in dir. Haha, und Tier. War das vom er hat es nicht rausgeschafft. Und Kelloggs Tiger schon damals eine Anspielung auf Tier, den Kriegsgott in der nordischen Mythologie? Komm, wir helfen dir. Relikt gewähren dir eine Spezialfähigkeit mit L1 und Kreis aktiviert werden. Chaos klingen. Relikt. Nahkampfschadenbonus. Klingt okay. Ja, den habe ich doch. Nee. Kriegt zwar die Runenkraft, aber nö. Nö, nö, nö. Ich höre dich. Rechte Seite! Warte! Ja, ja. So. Er klammert sich an die Wand. Wir müssen ihn runterholen. Dann hol ihn halt einen runter. So. Ein bisschen in der Luft und dann ein bisschen Hack and Slay und weg ist er. So. Und Schuss auf Seite. So. So, komm her. Und weg mit dir. Fatz. Kommt mir gelegen. Bam, 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 bam. Erledigt. Was ist das? Bestienfetzen. Ich spüre einen Luftzug. Vielleicht gibt es ja einen Ausgang. Wir haben gerade einen Spalt freigelegt. Natürlich gibt es hier einen Ausgang, du Vollpfosten. Manchmal, ne? Fühlst du dich schon so, als wärst du so ein bisschen Frontallappen schwerbehindert. Ich würde sagen, vielleicht wird es Zeit. Nein, sag's nicht. Wir werden ihn finden. Da, noch eine Tür auf der anderen Seite. Na los. Na, erstmal hier. Okay. Oh.
Wir gucken mal. Ich denke, es wird jetzt erstmal so eine emotionale Findungsreise von unserem Clan hier. Okay. Willst du mich jetzt verarschen oder willst du mich verarschen? Okay, wir müssen den Krug da wegkriegen. Okay. Schlagen ist nicht. Na, wie kriegen wir das Ding dann runter? Entschuldigung, mein Fehler. Klar. Das muss ja mit dem Bogen gemacht werden. Ich glaube, wir sind jetzt höher als bei dem Stopp bei Sindri. Diese Mine ist eine gigantische Spirale. Richtig. Ein einziger Kreisverkehr. So. Ah, da sind wir. Ja. Okay. Da ist die Tür. Schöne Sache, was auch immer das ist, aber es sieht wertvoll aus. So. Was ist los? Warum geht das nicht? Die Kette ist blockiert. Yep. Ah. Hallo? Sie ist jetzt frei. Jo. Okay. Und gucken uns trotzdem das erstmal an. Ich hoffe, wir kommen dann wieder zurück. Ich bin bereit. Ja, das ist schön, dass du bereit bist. Oh, ich geh doch erstmal da lang. Weil. Oh. Ich glaube, ich kann da drin was hören. Yep, ich auch. Gut, jetzt gehen wir erstmal da lang. Eine Tür. Die muss es sein. Wir werden sehen. Aber erst müssen wir zu ihr hinkommen. Okay. Okay. Vorhin haben wir die Räder mit Wasser angetrieben. Versuchen wir es. Ja, ja, das ist mir schon klar. Du musst es mir nicht erzählen. Ich schaff das schon. Wenn ich längere Zeit stillstehe, dann kannst du gerne was sagen. Habe ich kein Problem. Das hat nicht ganz geklappt. Was könnten wir noch machen? Was? Hat doch super geklappt hier. So. Schauen wir uns um. Hier muss noch irgendwas sein. Oh!
Aha. Okay. Kletter hinüber und suche einen anderen Weg. Okay. Ich glaube, hier ist eine Kurbel. Atreus, hier noch ein Gedankenspiel. Würde jemand wie Tyr, der sein Leben lang kämpfte, sich wirklich beweisen wollen? Der Beweis hinterlässt eine Spur der Zerstörung. Aber wenn die Spur der Zerstörung ein Haufen Schurken ist, wieso ist es dann wichtig? Du bist stark und hast richtig gehandelt. Krieg ist kein Maßstab für menschliche Stärke. Ich hoffe, das verstehst du irgendwann. Sehr tiefsinnig. Sieht aus, als lässt diese Maschine Erz in den Wasserdruck fallen. Festgefroren. So lässt das Erz das Wasser überlaufen. Schauen wir mal, ob es jetzt passt. Das muss es sein. Okay. Da sind wir. So, guck mal hier, Odin. Deine Scheißkrähe kannst du dir sonst wohin schieben. Wir müssen noch mal zurück zur letzten Tür, oder? Hm. Vielleicht, keine Ahnung. Der Boden nicht stillhalten. Wow. Dezent erschreckt. Kommen wir erstmal hier auf. In der Hoffnung, das es bleibt kommt mir bekannt vor. Wir sind wieder in dem Spiralbereich der Mine. Hier. Yep. Hast du gut erkannt. Aber ich würde gerne die ganzen Sachen hier mal angucken. Vor allem das zu checken. Eine Statue. Nicht irgendeine Statue. Dieses Steingesicht hing über dem Eingang zur Weltmühle. Erbaut von Durin, dem Großzügigen. Okay. Verdammte Draugarlöcher. Ach nein. Oh, den habe ich bis hierher gespürt. Du stehst in Flammen, aber das wusstest du wahrscheinlich. Ja. Das wusste ich. Erst schnell. Wow, der ist nicht blockbar. Was hoch mit dir?
Nein, ich habe leider nichts zum Heilen. Und ja, okay. Da gehen wir so schnell nicht rein. Mit diesen Draugarlöcher. Gut zu wissen, dass da eins drin ist. Keine Chance. Aktuell. Und wir sind jetzt rüstungsmäßig schon gar nicht mal so schlecht drauf. Nein. Aber es ist in der Karte markiert. Das ist wichtig. Von daher auf ein nächstes Mal. Diese Draugarlöcher sind heavy. Richtig heavy. Da haben wir ja schon mal eins gehabt. Ich denke mal, das ist questmäßig erstmal ein bisschen später angebracht. Daher, ihr macht mich. Verdammt! Habt ihr das gehört? Wir sind wohl nicht allein. Ohrenspitzen. Augen auf. Das klingt nach dieser hässlichen Hexenart. Das kam von hier drüben. Hier führt ein Weg hinaus. Ja, das wird lustig. Also, nicht, aber. Das sind wahrscheinlich diese schlangenartigen. Atreus. Ja. Verärgert dich meine Warte. Schon gut, ich versteh's. Aber. Wartet mal. Ist das da vorne Licht? Nein. Hey, das könnte es sein. Ein Türriegel. Da muss etwas eingesperrt sein. So versperrt man keine Tür, hinter der man Bettwäsche lagert. Ich sehe, was zu tun ist. Ja. Go! So. Danke. Ich könnte wetten, dass das jetzt richtig, richtig lustig wird. Was ihr abgerast! Wie Bifrostangriffe. Ein Herjahr können den Gesundheitswagen Bifrost zufügen. Bifrost heilt mit dem Zeit. Alle Folgetreffer können ihn zusätzlichen Schaden explodieren lassen. Okay. Links von dir! Deine Bifrost-Angriffe? Oh nice, der Kopf ist ab. Rechts von dir! Rechte Seite. Wow. So, kommt her. Das, ja. Meine Freunde. Damit habt ihr nicht gerechnet. Hinter dir, Vater! Ja, schon mitbekommen. Bam, 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 bam. Nicht so schnetzel. Wir wollen uns fernhalten. Hier muss es sein. Dann mal weiter. Yep. Die haben irgendwie ein Problem damit, dass wir da rumschniffen. Na dann. Wir sind halt echt stark, ne?